Moin, ich bin Lennart aus Hamburg, ich bin 25 Jahre alt, mein Kampfstil ist K1. Ich werde heute auf jeden Fall versuchen, den Kampf im Stand zu dominieren. Mal gucken, vielleicht, wenn ich Bock habe, gehe ich auch mal auf den Boden. Ich mache auch seit ein bisschen längerer Zeit jetzt schon Richtung MMA. Mein Gegner ist auch guter Boxer, deswegen glaube ich, dass wir eine gute Schlacht liefern können und es sehr interessant wird im Stand. Ich bin gespannt. Ich habe auf jeden Fall Bock auf den Kampf. Viel Spaß. Ich heiße Marlon Löffler, bin 18 Jahre, komme aus Hamburg. Komme ursprünglich aus Mexiko. Mexiko ist bekannt fürs Boxen. Ich habe Bock zu boxen. Defend ist im Moment die einzige Möglichkeit zum Kämpfen. Das habe ich mich angemeldet und habe Bock zu ballern. Ja, meinen Gegner kenne ich schon. Kommt er aus Hamburg. Ich komme auch aus Hamburg. Ich kenne seinen Trainer. Ihr habt mir geschrieben, dass er K1 kann. Deshalb wird er Kicks machen. Ich kann nur boxen im Moment und ein bisschen Ring. Deshalb versuche ich im Stand erstmal zu klar zu kommen und schauen, wie die Kicks sind. Wenn ich merke, die Kicks kommen zu hart, gehe ich auf den Boden mit ihm. Herzlich willkommen, Defend Army. Caro Barbian wieder am Start für euch. Am Sonntag um 18 Uhr. Was geht ab, Leute? Heute geht der Lennart gegen Marlon ab. Beide 18 Jahre alt. Nicht unterschiedlich groß wirklich. 3 cm Unterschied nur. 85 Kilogramm beide. Lennart kommt allerdings vom K1, hat auch schon Erfahrung gesammelt. Sagt auch, dass er in den letzten Jahren, beziehungsweise in der letzten Zeit auch MMA trainiert hat. Marlon, reiner Boxer aus Mexiko, wie er schon gesagt hat. Und er hat auch etwas Ringererfahrung, hätte also kein Problem, den Kampf auch zu Boden zu bringen. Lennart kam mir hier wesentlich älter und etwas kampfwilliger vor im Interview. Der Marlon etwas jünger noch von der Einstellung her. Vielleicht kommt das auch nur rüber, mag sein, dass es täuscht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was hier abgeht. Wir werden wahrscheinlich einige Fäuste fliegen sehen, da beide mehr gewillt sind, im Stand zu bleiben. Ich bin richtig gespannt. Erste Runde geht schon los, Leute. Mal sehen, was abgeht. Ja, beide tasten sich noch ein bisschen ab. Ne? Keiner geht hier wild auf den anderen los. Ja, beide noch recht verhalten. Ne? Keiner von denen will jetzt stark reingehen. Keiner weiß, wie der Gegner auch reagiert, wie er kontert. Noch interessant die Phase, beide sind noch zu gespannt, zu angespannt, tasten sich noch ein bisschen mehr oder weniger ab. Oh, schön, jetzt hat Lennart sich entschieden, einmal stärker anzugreifen. Marlon hat Boxen direkt mal vernachlässigt, versucht zu ringen, interessant. Ja, Lennart aber auch nicht schlecht jetzt, ne? Wie er die Hüfte kontrolliert mit seiner Hand, wie er schön wegdrückt und die Hüfte von Marlon nicht näher ranlässt, macht er sehr gut. Ja, Lennart gibt hier den Ton an. Ne? Er ist eindeutig der, der mehr Druck macht, der jetzt ein bisschen mehr nach vorne schiebt. Marlon eindeutig im Rückwärtsgang. Okay, ja, schöne aggressive Salbe. 1-2 mit einem gefolgten Kick. Gut gemacht von Lennart, der wird immer aggressiver. Oh, schöner Roundhouse-Kick. Ging an die Deckung, aber schön aggressiv und gibt Marlon hier auch auf jeden Fall ein Zeichen, dass er nicht nur auf die Arme, sondern auch auf die Beine aufpassen muss. Ah, gute Balance gehalten von Lennart hier, ne? Hat das Bein gehabt, hat gut Stabilität gehalten, ist nicht auf den Boden gefallen, gut gemacht von ihm. Was ich gut bei Lennart finde, ist, dass er nicht nur zum Kopf oder zu den Beinen tritt, er wechselt immer wieder ab.
Ja, jetzt wird Marlon verwarnt, weil er schon zum zweiten Mal den Kampf entgeht, indem er immer den Rückwärtsgang antritt. Oh, harte Linke von Lennart, gefolgt mit einem schönen Roundhouse-Kick. Marlon hat genug, will wieder ringen, den Kampf zu Boden bringen, um einmal zu schauen, ob er da Vorteile hat. Marlon will nicht so recht rein. Er schlägt zwar mal, aber er geht nicht mit einem Schritt rein, um die Distanz zu überbrücken. Ja, erste Runde jetzt vorbei. Am Anfang war das noch so ein bisschen ausgeglichen, aber je länger der Kampf ging, desto dominanter ist Lennart hier geworden. Mal sehen, wie in der zweiten Runde die Oberhand gewinnt. Wie ihr sehen könnt, seht ihr das? Lennart geht mit seinen Schlägen immer wieder rein, mit den Kicks immer wieder rein. Seht ihr das? Er geht immer einen Schritt nach vorne und auf den Gegner zu. Und achtet mal bei Marlon. Hier auch schöne Kombinationen immer geschlagen. Mal ein Push-Kick, mal ein Front-Kick, mal ein Roundhouse-Kick, mal ein Low-Kick. Hat sehr, sehr versibel gekämpft hier, der Lennart. Und auch hier gut Stabilität behalten, nicht umgefallen. Ab und zu mal eine richtig schöne krachende linke oder eine rechte getroffen. Atme mal tief, ja. Atme tief ein. Willst du was trinken? Du merkst das, du kriegst zu viel. Guck mal, hier hast du die Ecke unten. Du musst antworten. Ja, ich merke das. Nicht ins Leere bringen. Bring deine Aktion. Wenn du die bringst, dann bring sie aufs Kind. Mhm. Nicht in die Luft. Dann musst du rein. Bring kurz deine Aktion, dann geh wieder raus. Ja. Aber wenn du deine Aktion bringst, dann bring die ordentlich. Nochmal. Ja, um die Stimmleiste. Du kannst ja durch auch mit bewegen Teilchen ins Knie. Okay? Wenn er reinkommt und nicht vergessen ins Knie. Nur wenn er reinkommt. Ja, okay. Komm ich weiter hier, dass es nicht gut schickt, dann. Push sie, mach die ganze kurz. Ja. Mach mal kurz, Lena. Der ist gut, dass du mit dem Vorteil an. Stopp. Okay. Das war knapp, es ist nicht wirklich viel passiert, aber du musst jetzt deine Aktion bringen. Der ist nicht so stark. Aber die Luft ist irgendwie weg, Digga. Nein, die Luft ist gar nicht weg. Komm. Du bist vollkommen da, atme tief. Entspann dich. Was sagst du bei... Lass den Jab noch. Entspann dich. Lass den Jab noch. Soll ich weiter reingehen? Die Hände, du musst die visieren. Er geht mit dem Kopf immer nach da. Dann bring die Rechte auf das Kinn. Alles gut? Ja. Okay, die Vorteile. Das ist der Haken. Nicht schnell. Ungefähr wie ein Zwift. Ja. Ich schlage mach jede Bewegung, ich hab raus. Dann machen wir nicht die Geld reingeschlagen. Was? Das ist mein und nicht außen nicht schlagen. Darf nicht ausholen. Okay, eine Lehre ist gut. Guck mal. Was? Okay, aber ich versuche nicht unbedingt hier auf. Okay. Red! Zweite Runde geht los. Also ich bin wirklich erstaunt. Bei Marlon in der Ecke ist wahrscheinlich sein Trainingspartner oder Freund, auch sehr jung, aber hat hier super, super Informationen gegeben. Er hat ihm gute Ratschläge gegeben, dass er reingehen soll mit seinen Schlägen, dass er dorthin schlagen soll, wo der Kopf hingeht von Lennart. Richtig gut, schöne Ratschläge, muss ich sagen. Ja gut, den Kick, den Low-Kick wieder abgefangen. Ah, Marlon strengt sich hier richtig an. Ne? Wenn der Takedown nicht funktioniert, wird ihn das viel, viel Kraft kosten. Ja, Lennart hier wieder beim Clinch, schön geschlagen. Das macht immer gut. Sobald der Clinch sich löst, haut Lennart nochmal eine Kombination raus. Macht er richtig gut. Ja, Marlon hat schon in der Pause gesagt, er kann nicht mehr, irgendwie Luft ist weg. Ja, das liegt daran, dass er den Druck wahrscheinlich, den hier Lennart macht, nicht gewohnt ist. Ja, das passiert manchmal. Ne? Ist noch 18, wahrscheinlich noch nicht so erfahren beim Kämpfen. Wenn da jetzt so einer ist, der sich so dominant verhält wie Lennart, mag das sein, dass es einen bricht. Das setzt einen einfach viel zu stark unter Stress und dann geht man einfach schneller kaputt. Ein Punkt. Ah, okay. Jetzt kriegt Marlon auch einen Punkt abgezogen, weil er sich schon jetzt vom dritten Mal den Kampf entzieht und immer weiter zurückgeht.
kann man verstehen. Es wurde von Anfang an gesagt, wer den Kampf versucht zu entfliehen, kriegt einen Punktabzug. Aber seht mal, jetzt auch schon wieder. Er geht nicht mit den Fäusten rein. Seht ihr das? Er schlägt einfach... Oh, schöner Leberkick! Schön auf die Leber getroffen mit dem Kick. Schön Mittelkick gemacht auf den Leber. Habt ihr das gesehen? Ah, jetzt am Boden kann er wieder anfangen Luft zu holen, der Marlon. Lennart, er müsste ihn eigentlich aufstehen lassen. Er müsste eigentlich zurückgehen und sagen, steh wieder auf. Oh, Lennart muss aber aufpassen. Ne? Ist zwar jetzt zu Side Control passiert, hat er gut gemacht, aber er war mit seinem Gesicht immer sehr, sehr tief. Oh, jetzt Knie zur Leber schon wieder, zu den Rippen oder zur Leber. Ja, der Rippe ist voll geschwollen. Ah, okay, der Ref sagt gerade, die Rippe ist geschwollen. Ja, nicht, dass da was gebrochen ist oder sowas. Ne? Kann sein, wenn eine Rippe gebrochen ist und man weiter drauf einschlägt, kann das in die Lunge gehen oder in die Leber gehen, die gebrochene Rippe, und viel mehr Schaden anrichten. Ja, macht der Ref richtig, hat er richtig gut gemacht. Ja, also guck mal, ist echt angeschwollen, ne? Nicht, dass sowas gebrochen ist, ne? Und so ein gebrochener Teil sich dann in die Organe presst. Hat der Ref genau richtig gemacht. Ja, hier sehen wir wieder, ne? Seht ihr das? Da sieht man es wieder. Marlon geht nicht mit den Schritten rein, ne? Er hat zu viel Respekt einfach. Oh, was für ein schöner Leberkick. Den hat Marlon direkt gespürt, ne? Fühlt sich an wie so ein Stich in die Seite direkt, wer das noch nicht erlebt hat. Beim Atmen tut das höllisch weh. Und hier wieder, auf dieselbe Stelle fast. Ja, hat der Ref richtig gemacht. Kann man komplett nachvollziehen. Schöner Kampf, Leute. Weißt du? Warum denn nicht? Ist ein Amateur. Pro M. Pro M, das ist C-Klasse. Winner bei TKO, zweite Runde. Hallo und herzlich willkommen, meine liebe Defend Army. Mein Name ist Becker. Ich habe hier an meiner Seite Marlon. Marlon, heute hat es leider nicht gereicht, aber trotzdem hast du dir deine Silbermedaille verdient. Du hast Kämpferherz gezeigt, bis zum letzten Atemzug gekämpft. Marlon, es ist sehr heiß. Du hast auch schon im Kampf dein T-Shirt ausgezogen gehabt. Respekt dafür, dass du dich entschieden hast, bei dieser Hitze hierher zu kommen und eine Schlacht abzuliefern. Erzähl, wie hat es sich für dich angefühlt? Hat sich gut angefühlt. Danke, dass ich kommen durfte und dass ihr mich haben wolltet. Ich hoffe, man kann auch ein zweites Mal kommen mit einer besseren Vorbereitung. Mein Gegner muss einfach stark. Ich wusste, ich kannte ihn schon ein, zwei Tage vorher, habe ein bisschen abgecheckt. Fäuste waren jetzt nicht so stark. Mir haben eher die Kicks schaffen zu machen. Ich glaube, das sieht man auch auf der Kamera. Ich war es nicht gewohnt, Kicks zu kriegen. Ich habe nur vor ein, zwei Tagen ein bisschen Kicks geübt. Aber dass die so wehtun, keine Ahnung. Es gab im Kampf ein, zwei Situationen, da hast du einen Kick zum Körper bekommen und auch zweimal aufgeschrien. Der Ref hat den Kampf beendet. Hat es dich eine Rippe getroffen oder was war das? Ja, habe ich gerade schon gesagt. Kick getan, eigentlich doller weh, als ich erwartet habe. Hat mir auch zu schaffen gesagt, wie gerade gesagt. Ja, also die haben es weh getan, habe ich ein, zwei Mal aufgeschrien, hört man glaube ich auch auf dem Video. Aber das abgebrochen wurde, weiß ich nicht. Okay, eine gute Besserung wünsche ich dir mal und trotzdem hast du Kämpferherz gezeigt. Ich hoffe, wir sehen dich wieder. Dankeschön nochmal. So, ich habe hier den Lennart an meiner Seite. Lennart, wirklich sehr, sehr starke Performance. Wir sind alle beeindruckt. Schönes Striking. Lennart, du hast vor dem Kampf schon gesagt gehabt, dass du dankbar bist, dass du die Gelegenheit hast zu kämpfen, dass du hier kämpfen kannst. Das Respekt dafür. Wir danken dir auch, dass du hergekommen bist. Erzähl, wie war die Erfahrung für dich? Würdest du eventuell noch einmal antreten wollen? Also für mich war das jetzt seit knapp anderthalb Jahren der erste Kampf wieder. Wegen Corona alles abgesagt und so weiter. Ihr kennt die Problematik. Und deswegen war ich einfach sehr froh, hier wieder kämpfen zu können. Ich habe sowieso immer mit dem Gedanken gespielt, auch Richtung MMA was zu machen, habe mich da ein bisschen weiterentwickelt und bin mega dankbar, dass das jetzt hier geklappt hat und so ich mein Debüt geben konnte. Und es hat so viel Spaß gemacht. Ich komme auf jeden Fall gerne wieder her und habe Bock nochmal zu kämpfen. Ja. Ja, Lennart, wir sind auf jeden Fall auch selber froh, dass es hier alles so wie geschmiert läuft. Lennart, du hast in der zweiten Runde wirklich sehr, sehr schöne Kicks zum Body verteilt und dein Gegner Marlon hat einmal aufgeschrien. Ich denke mal, da hast du die Chance gewittert, ihn zu finishen, oder? Ja, absolut. Also ich habe schon in der ersten Runde gemerkt, dass der gesessen hat, in der zweiten wieder. Und gerade bei seinem Stand hat das einfach gut gepasst mit dem Body Kick. Der war nicht gedeckt und dann Clinch noch ein, zwei Leberhaken ihm verteilen können. Habe schon gemerkt, dass das Wirkung gezeigt hat. Und dann hat er das ja auch
deutlich gemacht, dass es ihm wehtut. Und dann habe ich natürlich Blut geleckt. Ja. Ja, wie gesagt, sehr schönes Striking. Ich hoffe, wir sehen dich wieder, Lennart. Dankeschön. Gerne. Jawohl. 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 Jawohl.